Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie. Und heute geht es darum, was ist denn ein Smart Contract? Denn DAISY ist grundsätzlich erstmal ein Smart Contract. Schauen wir uns das mal an. So, ganz kurz vorweg der Haftungsausschluss. Ihr könnt euch den absolut in Ruhe durchlesen. Bitte setzt dafür das Video kurz auf Pause. Ich gehe jetzt weiter in meiner Präsentation. So. Ein Smart Contract ist erstmal wortwörtlich übersetzt ein intelligenter Vertrag. So, und was das Wort Vertrag schon sagt, es ist ein legaler Vertrag, den man da eingeht. Also wenn ihr bei DAISY eben eure 100 Dollar oder dann auch andere Stufen bucht, dann geht ihr einen Vertrag ein. Und den kann man nicht einfach so wieder rückgängig machen, nämlich gar nicht. So, ein Smart Contract ist ein Computerprotokoll, das eine Wenn-Dann-Beziehung regelt. Ja, das kann Verträge abbilden, das nimmt Berechnungen vor, das bildet einfach die Logik vertraglicher Regelung ab. So, wenn ihr das nochmal im Detail nachlesen wollt, ich habe euch hier den Wikipedia-Link noch reingeschrieben. Was ist eine Wenn-Dann-Beziehung? So, eine Wenn-Dann-Beziehung ist, wenn jemand die Stufe 100 Dollar bucht, dann erfolgen diese und diese und diese Berechnungen und das Geld wird so und so verteilt. Das ist eine Wenn-Dann-Beziehung, die jetzt hier für unseren DAISY Smart Contract zutrifft. Ja, also wie gesagt, merkt euch bitte, ihr geht einen Vertrag ein. So, was macht denn der Smart Contract von DAISY? Also, wir gehen gleich in die Blockchain, die sich um die Trons und um das ganze Tron-Netzwerk kümmert und dann zeige ich euch das ein bisschen. Und ihr findet es selbst dann unter tronscan.io. Ja? Und das Gute ist, bei diesem Netzwerk, deswegen wurde auch Tron eben als Währung, als Kryptowährung dafür ausgesucht, da ist wirklich alles gläsern, alles ist dokumentiert, jeder einzelne Schritt. Und jeder kann es sich über das Internet anschauen. Und man sieht dort auch wirklich jede einzelne Transaktion, die der Smart Contract DAISY macht. Ja, nachdem zum Beispiel, wir werden jetzt in zwei Anmeldungen gehen, beziehungsweise eine Anmeldung und eine Stufe 2. Und dann zeige ich euch das einfach mal. Okay? Also gehen wir jetzt auf tronscan.io. So, da sind wir. Das ist die normale Startseite. So, und da seht ihr immer hier zum Beispiel den aktuellen Kurs von Tron. Hier seht ihr, wie viele Blocks verarbeitet wurden und so weiter. Das erneuert sich auch alle paar Sekunden sozusagen. Hier seht ihr einfach die letzten Blocks und die letzten Transaktionen. Ich gehe jetzt einfach, ich habe die Reiter schon vorbereitet, damit es schneller geht. Ich habe euch hier anhand einer der Tron-Wallet-Adressen habe ich euch hier mal so eine Liste an Transaktionen. So, und wir interessieren uns ja für die mit Tron. So, und da seht ihr unter anderem, warum die Software überarbeitet werden musste. Da hat jemand ganz, ganz oft versucht, sich anzumelden. Und zwar, der hatte sich schon mit dem 100er-Paket beteiligt, hat aber keine Erfolgsmeldung bekommen und hat es danach weiter und weiter und weiter und weiter und weiter probiert. Bis er irgendwann gemerkt hat, ich habe es ja doch geschafft, das System hat meinen Beitrag genommen und hat dann noch die 200er-Stufe gemacht. Aber so ging es vielen. Also man hat dann ewig probiert, guckt mal hier unten drunter, die gleiche Person weiter und weiter. Ja? Und das war das hauptsächliche Problem mit den Einschreibungen. Man hat es ewig probiert und es hat nichts funktioniert. Dann hat man es probiert und es hat geklappt, man hat aber keine Nachricht bekommen. Und wenn man nicht zufällig selbst hier bei Tronscan.io oder zum Beispiel, wenn, so wie ich das mache, wenn man zwei Wallets hat, das Tron-Link, um sich mit DAISY zu verbinden und die Clever-App, weil ich dort die Konten angelegt habe und das Geld per Kreditkarte geholt habe, dann kann ich zeitgleich, kann ich im Handy wechseln, kann in die Clever-App gehen und kann sehen, okay, hat es geklappt? Ja, war das erfolgreich? So, und diese Person hat halt, wie gesagt, vorher schon, das seht ihr hier, das ist das Gleiche, vorher schon ewig probiert, sich anzumelden mit seinem 100-Dollar-Beitrag. Hier hat er es geschafft, hat es aber nicht gemerkt, er oder sie. Und dann wurde es weiter probiert. Und irgendwann kam wohl
die Nachricht oder man hat eben hier bei TronScan oder in einer anderen App nachgeschaut und gesehen, oh, ich habe es doch geschafft. Und dann wurde noch das 200er Paket, der Beitrag dafür geleistet. Ja? Also das ist eins der Hauptanliegen, weil das kostet jedes Mal, ihr seht es hier, das kostet jedes Mal Trons, wenn es nicht funktioniert. So, hier sind die Trons wieder zurückgebucht worden, weil irgendwann auch die Techniker gemerkt haben, okay, das läuft total schief. Aber man kann sagen, man hatte immer wahnsinnig viele Fehlversuche und man hatte keine Benachrichtigung, dass es geklappt hat. Also 90% der Anmeldeversuche sind gescheitert, wurde von den Technikern gesagt. Okay, so jetzt schauen wir uns mal diese Transaktion an. Ich habe einfach hier, hier vorne auf den Hashtag geklickt. So, und dann noch eins zeige ich euch. Wenn man auf den Hashtag klickt, dann hat man hier einen Überblick und dann geht man auf die Internal Transactions, also internen Transaktionen. So, das heißt der 100 $ Beitrag. Hier das Erste, was passiert ist, da gehen 50% weg in den Handelsfonds. Ja, mit denen wird gehandelt. Die werden als allererstes werden die weggeschoben, damit die wirklich beiseite sind. So, das hier sind die 5% anscheinend für den direkten Sponsor dieser Person. So, und dann sind hier verschiedene andere Provisionen. Ich habe euch ja erklärt, dass wir in der Matrix Spillover haben. Ich habe euch erklärt, dass es da verschiedene Provisionen gibt. Und da seht ihr die ganzen Transaktionen. Also ich weiß jetzt auch nicht im Einzelnen, welche Transaktion genau was ist. Ja? Aber ihr seht hier wirklich jede Transaktion, die mit diesem Beitrag passiert. Das hier zum Beispiel sind die Pacesetter. So. Die Pacesetter sind die, die es geschafft haben, in den ersten 30 Tagen, beziehungsweise hier sprich in den ersten 5 Tagen, 24 Personen, 24 Partner zu gewinnen. Und diese Partner haben ins System 128.000 beigetragen. Okay, und diese Pacesetter, wie gesagt, da wird es ein extra Video noch zu geben, wo ich euch das erkläre, für diejenigen von euch, die stark dabei sind, Partner zu gewinnen. Das kann ein Ziel sein. Wir haben dafür 30 Tage Zeit. Diese Pacesetter bekommen an jeder Beteiligung an Daisy einen kleinen Prozentsatz. Ihr seht es hier, das ist hier noch nicht mal ein Tron. Nur wenn ihr bedenkt, wenn jemand vielleicht nach dem ersten Tag schon Pacesetter war und nach dem ersten Tag waren vielleicht 10.000 drin, danach kamen ja jetzt noch 42.000. Wenn ich 42.000 mal diesen Betrag kriege, der unter einem Tron liegt, dann ist es natürlich schon Geld. Und das gilt ja jetzt nicht nur für die 100er-Pakete, das gilt ja jetzt auch für die anderen Stufen. Das heißt, Pacesetter zu werden, ist wirklich eine lohnende Geschichte. Es ist aber auch viel, viel Arbeit. Und natürlich braucht man auch das Quäntchen Glück, dass die Leute, die man wirbt und die man als Partner gewinnt, dass die auch ein bisschen über ein Kapital verfügen, das sie da reingeben können und möchten, ja, mit dem sie sich beteiligen möchten. Weil da natürlich diese Hürde noch ist von den 128.000, die die Partner ins System beitragen müssen, damit man Pacesetter wird. Okay? So, aber schaut euch das an. Das geht also hier runter. Jede einzelne Transaktion ist dokumentiert. Wie gesagt, ich kann euch jetzt nicht genau sagen, welcher Betrag was ist. Ich weiß nur, diese unter einem Tron sind die Pacesetter. Was das hier unten alles noch ist, kann ich euch so ehrlich gesagt gar nicht aufschlüsseln. Aber das Wichtige ist, ihr seht, es ist jeder einzelne Tron ist hier dokumentiert. Und das ist das, was den Smart-Vertrag ausmacht. Also der Smart-Vertrag, habe ich ja gesagt, ist eine Wenn-Dann-Beziehung. Wenn jemand einen Beitrag von 100 $, das sind dann je nach Kurswechsel so und so viel Tron, macht, gebe 50% in den Handelsfonds. Zahle seinem direkten Sponsor 5% und dann zahle diese ganzen Provisionen und für die Entwicklung der KI und so weiter, schiebe das alles auf die jeweiligen Konten. Okay? So, jetzt schauen wir uns noch von dieser Person, die, also ich weiß wirklich nicht, wer es ist, ich bin einfach jetzt nur auf Daisy, auf die Wallet-Adresse und habe mir einen Teil rausgesucht und da waren eben von einer Person gerade 2 Pakete, nämlich der Beitrag für den 100er-Paket und der Beitrag für den 200er-Paket. So,
Hier seht ihr genau das Gleiche. Ja? Der Beitrag, wir sehen es hier nochmal, waren etwas um die 7000 irgendwas Tonnen. Wo haben wir sie? Die stehen hier nicht drin, aber wir hatten sie hier. 7075 Tonnen. So, gehen wir hier wieder auf Transactions. So, die Hälfte von 7075 ist genau das. Also auch jeder. Wenn jemand einen Beitrag leistet zur Stufe 2, schicke 50% in den Handelsfonds, damit damit Handel gemacht werden kann. Gebe dem Sponsor seine 5% und dann kommt wieder hier das ganze andere. Was kriegt ein Paysetter bei dem? Der kriegt 1 Tron 22. Okay? Also so müsst ihr euch das vorstellen. Auch hier könnt ihr wieder bis nach unten durchschauen. Es ist alles da. Ja? Und das ist für mich das Wichtige, dass ihr seht, so ein Smart-Vertrag ist erstens ein Vertrag, wirklich ein Vertrag. Und zum anderen ist aber auch hier alles dokumentiert. Wirklich jeder einzelne Schritt. Und wenn ihr, wie gesagt, was nachschauen wollt, sei es eure eigene Transaktion oder was, ihr habt in eurem Wallet, wenn eine Transaktion gelaufen ist, egal ob sie erfolgreich war oder nicht, habt ihr eine Hash-Nummer. Und diese Hash-Nummer könnt ihr hier reingeben. Oder ihr gebt eure Wallet-Adresse ein, nach der könnt ihr genauso suchen. Ja? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und so könnt ihr Informationen finden. So, das war unser Ausflug zu Tronscan, dass ihr das auch mal gesehen habt. Ja, und ansonsten, wenn das neu für euch ist und ihr noch nicht bei uns in der Gruppe seid und Daisy euch langsam interessiert oder ihr vielleicht sogar schon den Entschluss gefasst habt, auch beizutragen bei der Entwicklung dieser KI und dann auch eben die Belohnungen, die Handelsbelohnung und so weiter zu bekommen, dann empfehle ich euch, kommt in unsere Gruppe. Und schaut euch vor allem auch noch die anderen Videos an, die euch mehr zu Daisy erklären. Also, bis bald, wir sehen uns in unserer Gruppe. Ciao!